Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Vermintide 2. Wir haben hier heute einen Schrein der Harmonie direkt am Anfang. Haben auch ein bisschen Münzen gespart, haben jetzt nicht das zweite Upgrade in der letzten Folge gekauft. Und ich bin ehrlich, vielleicht war ich ein bisschen blöd, den Bogen nicht abzugraden. Vielleicht war es ein bisschen blöd, aber ist halt so. Oh, 50%, dass wir den Trankeffekt bekommen, wenn wir uns den Ult nutzen. Das sollten wir mitnehmen. Und Schadensverringerung. Verdammt. Ich glaube, wir nehmen das hier mit. Wir töten relativ viele Elite-Einheiten. Und dann kriegen wir relativ viel Ult zurück, was uns wieder hilft, mehr Elite-Einheiten wegzuholen. Ist zumindest so der Plan. Jemand hat hier auch Rüas Wunder gekauft. Das ist auch ganz nice. Aber ja, ich habe mal ein bisschen Geld für Special Killing ausgegeben. Hat leider nicht dem Team so ganz geholfen, aber wir werden gucken. Danach geht es nach unten, so wie es aussieht. Jawohl. Und dann haben wir, ja, können mal gucken. Wenn wir damit fertig sind, sehen wir ja, was wir danach und danach haben. Dann können wir ja noch entscheiden, wo es lang geht. Vielleicht gibt es oben Slaanesh Fluch oder unten ins Slaanesh-Fluch. Müssen wir mal schauen. Aber ja, Langbogen macht Spaß. Einziges, was mich aber immer an allen etwas schweren Bögen stört, ist das Rangezoome. Ich fände es geil, wenn wir auch, also wenn wir nicht ranzoomen normalerweise. Wenn wir halt normal ziehen, dass wir nicht ranzoomen, das wäre am coolsten. Aber ist halt leider nicht so. Ist ein bisschen schade, aber kann ich nicht ändern. So, aber was ich mitnehmen kann, sind die Münzen hier. Denn hier sind immer Münzen am Anfang. Und ja, dann gucken wir mal. Stärketrank gibt es relativ flott durch Gruber. Das ist ganz nice. Da können wir auf jeden Fall mal einen holen. Oder den Lifesteal. Ist halt auch so eine... Okay, dann... Dann heile ich mal hier Victor. Und dann ziehen wir direkt weiter. Baden kriegt hier den Lifesteal-Trank. Den brauche ich so nicht gerade. Ich werde mir den anderen Trank hier von Gruber dann stibitzen. Den Stärketrank. Was hat Soulspire? Weil hier keine Gegner sind, nehme ich an. Ja, was ist mit unserem Zwerg? Bin mir nicht so ganz sicher. Reicht es aus? Sieht nicht so aus. Okay, ich weiß nicht so ganz, was bei dem da abgeht, aber ich nehme es an, so wie es ist. Sollen wir nehmen die Münzen hier noch mit? Oh, ein Trank. Bitte, bitte, Zorn, Propheten. Oh, nice. Prophetic Strikes, sehr gut. Den können wir richtig gut dann einsetzen. So, dann machen wir den hier. Dann ist das meiste hier schon weg. Und dann zischen wir mal hier schnell durch. Nachdem wir hier ein bisschen was anderes weggeholt haben. So, okay, der Stormwurman, ich weiß nicht, ob der genug hat. Nee, hat er nicht. Aber Prophetic Strike hat halt auch gerade kurz gezündet. Ist also schon ziemlich nice gewesen. Dass wir aber Beastegors haben und selber nicht die Superklasse im Nahkampf ist, sind... Verunsichert mich auch ein bisschen leider. Aber das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. So, da hinten Stormwurman. Den haben wir auch, den zweiten. Der sollte auch umkippen. Oder wir lassen Kuba den wegholen. Der ist ja relativ flott Geschichte. So, da oben kommt ein Bestegor. Okay, sehr nice. Ist weg. Wir haben wieder volle Munition. Und da unten kommt ein Beastegor. Da ist ein Stormwurman hier, den wir mit dem Kopfschuss nicht treffen. Ah ja, die Kopfschüsse mit Bluten sind genug. Oh, hier sind einige. So, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist nicht weg. Und der ist auch nicht weg, schade. Naja, wir haben ein paar am Anfang gut getroffen. Und danach hat das Aim umso stärker nachgelassen. Können wir unserem Team auch noch ein bisschen was da lassen. Da sind sie ja nicht dagegen. So, irgendwo ist eine Lootratte. Vielleicht bekommen wir sie noch. Sieht gut aus. So, eins, wir lassen sie kurz auf die Mitte laufen. Und dann haben wir sie. Nice.
So, das heißt aber auch, wir werden hier uns einen Ultra entfeuern. Aber erst, wenn wir an der Kante stehen. So, dann holen wir hier die Plague Monks weg. Da hinten, das können wir wegholen. Hier können wir reinschießen. Da können wir ein bisschen reinschießen. Hier ist sehr nice. Hier ist noch ein Plague Monk. Ich glaube, der braucht noch einen Schuss, genau. Und dann gucken wir, dass wir den hier noch wegbekommen. Okay, und dann glaube ich, dass... Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo... Wo die Dingens sind. Ach, da hinten ist noch ein Stormwürmer. Oh, dass das getroffen hat, ist schon irgendwie ein bisschen wunderlich. Okay. Dann hier nochmal reinschießen einmal und dann... Können wir den hier noch wegholen? Vielleicht so? Nee, hat auch nicht ausgereicht. Oh, ich treffe gerade nicht. Okay, ich habe einmal getroffen, der ist weg. Und dann... Puh, ja, da unten können wir noch was wegholen. Ich finde es auch toll, wie unser Team einfach wartet. Aber das passt ja. Da unten ist die Munitionskiste. Vielleicht können wir da hinten ein bisschen was wegholen. Das sieht soweit gut aus. So, jetzt hier möglichst viel auf die Plague Monks feuern. Und nicht treffen lassen von den Plague Monks. Das ist auch sehr wichtig. Oh, ich habe ein bisschen Angst jetzt vor den Assassinen hier. Vor dem hier zum Beispiel. Den müssen wir rauspieksen. Okay, gut genug. Und da hat noch ein bisschen mehr hier geholfen. Ich glaube, die Mates haben gerade hier doppelt. Okay, das sollte reichen mit dem Explosion. Okay, gut, gut. Muss man hier Danke sagen. Okay, dann... Uber hat den ersten. Okay, sehr nice. Liegt dort, glaube ich, den zweiten schon oben. Jawohl. Dann gehen wir nach hier hinten und... Oh, warte. So viel dazu. Ich dachte, Victor hätte den zweiten gehabt. Und ich wollte eigentlich nicht da so reinschießen. Das war eigentlich so nicht die Idee gewesen. Wir gehen ein bisschen runter. Und schießen so ein bisschen Zeug weg. Machen dann den hier. Okay, sehr nice. So, da oben ist noch ein Plague Monk irgendwo drin. Hier ist hier ein, sind jetzt, ist der echte Chaos Warrior. Okay, haben wir. Sehr gut. Dann haben wir noch ein paar Mal drauf. Gucken aber, dass wir vielleicht die hier Specials wegholen. Die sind ein bisschen wichtiger. Wir dürfen nicht so viele Prioritäten haben, außer Specials und nicht getroffen zu werden momentan. Okay, gleich kommen wieder Specials. Dann haben wir den Ultern ready. Können auch den hier machen. Dann haben wir da ein bisschen was weggeholt. Okay, gut. Da hinten ist ein... Rüas gewesen. Okay, das ist gut zu wissen. So. Mal gucken, ob wir den hier wegholen können. Nö, kann ich nicht. Und leider machen wir die Flagge ja auch nicht kaputt. Das ist ja so leider ein Problem. So. Unsere Mates sind hier. Okay. Wir können unseren Ult gleich nochmal da reinfeuern. Ich möchte kurz die hier wegholen. Mach dann den hier. Jawohl. Und dann laufen wir mal ein bisschen zurück. So. Den treffe ich gerade nicht. Gib's auf. Bis er jetzt zu uns kommt. Okay, wir haben einmal getroffen. Jetzt schnell runter hier. Okay, ist weg. Okay, unsere Mates hängen hier gerade ein bisschen fest. Ist natürlich nicht so nice, aber... Es wird schon irgendwie... Dann markiere ich mal die letzte... Kiste hier und gehen mal mit Baden dann hier runter. Ich möchte halt auch nicht so alleine hier komplett runtergehen. Wir haben ein bisschen Packe, sage ich mal so. Und wir gehen gerade gar nicht runter, wir bleiben hier und holen hier die Specials weg. Für den Moment. So, den können wir ein bisschen hier in den Hintern schießen oder in den Kopf, geht auch. So, mal gucken, ob wir den hier wegholen können. Oh, wir sind unten, so viel dazu. Okay, so viel zu unserem hier da lang und dann oben die Dinger wegholen. Hat so überhaupt nicht geklappt. So, okay, Bannerman haben wir weggeholt. Wir können, wir müssen noch irgendwo einen anderen Bannerman wegholen. Der ist oben, okay. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir können den hier machen. Und vielleicht ein paar hier das kleine Scaven wegholen.
So, wir haben einmal geschubst. Schnell hoch hier. Und dann holen wir den Benner hier weg. Okay. Benner ist weg. Dann wieder runter. Hopp, 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 hopp. Okay, Assassin haben wir auch weg. Da wäre ein Stärketrank, aber den lasse ich mal da liegen. So, Victor wird freigehalten. Sehr gut. Dann nichts wie nach oben und weg. Ah, wir können auch die Kiste, die Münzen mitnehmen. Akruba holst du schon, okay. Okidoki. Ich gehe mal mit Kruba auch runter. Vielleicht ist es besser. Ah, ich nehme eine Feuerbombe mit. Explosion wäre auch ganz nice, aber das passt schon. Das passt schon. Okay, Kruba ist noch hinten. Das ist in Ordnung. Aber ja, das ging ziemlich gut diesmal. Ich bin deutlich vorsichtiger gewesen, weil ich weiß, hier kann sehr schnell sehr viel besonderes Zeug passieren. Aber das ging soweit so gut. Oh, wie es hier auch wackelt jetzt. Aber das passt. Wir sind hier durch. Am Ende gab es nochmal Münzen, hat unsere Mates gerade mitgenommen. Baden macht es sich sehr gemütlich. Oh, wie schlimm das in der Aufnahme sein muss, wenn es hier wackelt, so wackelt. Ich bin froh, dass es nicht so im Kampf so schlimm wackelt. Das wäre ja auch extrem übel. Okay, wenn wir Schaden erleiden, kriegen Gegner in der Nähe Schaden. Das ist okay. Oh, Dupe, okay. Das schreibe ich direkt mal. Dann kann ich auch ein paar Sachen dupen. Das ist sehr nice. Jedes Mal, wenn wir den Ult benutzen. Wir sind ja schon richtig gut aufgestellt, aber es muss noch nichts heißen. Es kann jetzt übel werden. Na ja, wir gucken mal. Kritische Kraft. Ist das Zwietracht? Was anderes? Naja, wir werden Münzen nochmal sparen für ein orangenes Upgrade und so. Aber ich hoffe, dass euch die Folge bisher gefallen hat. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der hier unten wieder. Und bis dahin. Bye, bye.